Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, ich habe meine Sachen wieder. Hat auch nicht lange gedauert, glaube ich eine halbe Stunde oder so, bis ich alles hatte. Hab dann aber auch gleich den Spawner soweit safe gemacht, dass ich jetzt da nicht mehr verrecken kann. Und dann habe ich mein Zeug hier in die Kiste geräumt, habe mich hin und her tippet und danach habe ich mich so richtig geärgert. Demjenigen, was auffällt, ja, genau. Ich habe hier nämlich meinen Blaze Powder. Und das zweite, was ich mich dann aufgeregt habe, für meine Schusslichkeit, ich habe doch zu euch noch gesagt, kann ich sowieso noch nicht bauen, brauche ich HV. Ja, sehr schön. Also umsonst verreckt. Naja. Hat aber wenigstens einen schönen Titelnamen bekommen, Seele, also Soul, sozusagen die gegnerische Einfangen. Und die eigene opfern. So, wir machen Teleport zur Netherfestung, dass ich euch das schnell zeige. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht nochmal verreck. Ich hoffe, dass da auch jetzt nichts spawnen in der Zeit. So, ich habe nämlich bis hierhin alles jetzt eingetunnelt. Hab hier die ganzen Wege sozusagen nur noch so ein Guckfenster reingemacht, dass ich weiß, da geht's noch weiter. Oh, dann habe ich hier meinen Aufgang. Ding, 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 ding. Immer wieder einen kräftigen Schlag bekommen. Ganz ist das, glaube ich, ne? Leute, also ist immer für mich dieselbe Session, ne? Also also hat sich ja nichts verändert. Es ist schön, wenn du mit dem Hals, ne, sozusagen schon rausgehst aus der letzten Folge und gleich in der nächsten Folge wieder mit Hals anfängst. Das. Ja, toll. Bin gleich wieder tot. Ja, danke fürs Gespräch. Ich glaube, ich habe aber meinen Pfeil und Bogen noch nicht abgelegt. Und mein Schwert. Ach, das ist doch zum Mäusemelken. Andere Worte heißt, fängt mit K an. Ich habe noch nicht alles aufgeräumt gehabt. Da willst du mal kurz was zeigen, kannst dich zeigen, was verreckst. Rummel. Ja, ich habe wirklich meinen Bogen momentan noch einstecken. Außer ich habe den in die Kiste beim Netherportal geschmissen. Aber wie gesagt, ne, du stirbst halt, wenn du auf andere schießt. Also wie gesagt, wenn ich das rauskriege, dann mache ich es weg. So, Netherfestung. Renn mal hin. Ich muss jetzt eigentlich hoffen, dass er decayt. So viel Glück werde ich aber nicht haben. Nö, ich höre ja jetzt schon klappern. Mein Grab, der steht schon da. Schlimme ist, mein Rucksack habe ich einen Cleaver drin. Ich mache jetzt was anders. Ich habe gerade im Lager angefangen, meine Sachen einzuräumen. Zur Beruhigung. Ich werde gleich wieder ins Lager gehen und wieder einräumen. Zu mehr Beruhigung.
Ich gehe jetzt mal meinen Pfeil holen. Ja, sozusagen, ich bräuchte sozusagen einen Zauber. Ich weiß nicht immer, ob es sowas überhaupt gibt. Ich bräuchte einen Zauber, der mir den Schaden abwendet, den die Gegner bei mir machen. Gibt sowas? Also ich weiß, dass es so eine Art Soulbound gibt. Also sozusagen, wenn ich mit dem Schwert auf den Gegner einschlage, dass ich meine Herzen auffülle. Das gibt's auch, ja. Ich glaube, da brauche ich Necrobones. Also diese schwarzen Knochen. Die gibt es ja so wie Sand am Meer. Und ich glaube nicht, dass die auf einem Pfeil funktionieren. Wie gesagt, wenn das jetzt auf dem Schwert wäre, ne? Das heißt, ich schaue mit dem Schwert auf dem Schild, ne? Könnte ich sagen, okay, ich vibriere halt ein bisschen zurück und kriege halt sozusagen ein bisschen Schaden. In Ordnung. Finde ich in Ordnung. Ist ganz klar in Ordnung. Was ich halt, wie gesagt, nicht in Ordnung finde, ist, wenn du halt ja irgendwo stehst, auf irgendwas schießt und du bist tot. Weißt du? Weil du es so ungefähr gewagt hast, mit einer guten Waffe auf was zu schießen. Und das ist halt das, was mir dann so richtig auf den Zeiger geht. Sagen, ich muss jetzt immer mit schlechten Waffen erstmal kommen, erstmal vorschießen. Und in der Zeit machen die mich halt überhaupt nicht kalt, ne? Gerade sieht. Ich habe leider keinen Block dabei, dass ich da mal zumachen könnte. Ja, natürlich. Ich bin gerade dabei, gewollt in den Peaceful-Modus zu gehen und meine Sachen zu holen. Soweit bin ich. Doch schön, oder? So weit will man kommen. Ich find's ärgerlich. Ja, ich sterbe das zweite, dritte, vierte und achte Mal. Nur weil ich das erste Mal verreckt bin, weil ich auf was geschossen habe mit meinem OP-Pfeil. Und das Schöne ist, wir kommen total weiter, weil ich ja nur noch meine Sachen holen will. So. Jetzt habe ich da hinten schon wieder ein Skelett, ein brennendes. Einzigste, was ich jetzt froh sein kann, dass der 3 hoch ist. Dass er mich nicht erreicht. Das muss ich halt hoffen.
klassischen Erschlag. Bevor er sich befreit. Juhu! Ist aber noch einer oben, glaube ich. Ja, genau. Ja, keine Chance. Ja, ich bin jetzt gerade beim... Ich nehme jetzt mal die Waffe damit. Kann euch jetzt nicht sagen, wie lange das dauern wird, er sterben. Ja, habt ihr euren Spaß. Aber ich will meine Sachen wieder haben. Und ich muss mir unbedingt angewöhnen, dass ich da einen Block davor mache. Weil das war ja auch gerade das Problem. Oder eigentlich müsste ich eine Tür davor machen. Aber wie gesagt, ne? Da kommen halt OP-Viecher raus. Und diese OP-Viecher, ja. Ja, ich setze halt meinen Hunger die ganze Zeit zurück. Das ist der einzigste Vorteil. Jawohl. Aber ich habe zwei geschafft, die nur ein. Das ist nervig, Leute. Das ist so richtig nervig. Ihr merkt gerade, ich wäre auch ruhiger. Das ist ja nicht schön. Das war jetzt der hier. Mache ich jetzt erstmal das Grab auf, dann mache ich sofort oben das Ding zu. Ich hoffe, dass nicht wieder 5000 andere Viecher gespawnt sind. Weil aus dem Grab kommen ja auch irgendwann Viecher raus. Das Graven, die Graves wegzumachen, dauert ja auch nur 3 Sekunden länger. Ja, ist ja gut. Es waren mal wieder 3. Ja, habe ich noch irgendwas? Eine Hoe hätte ich. Ich könnte es jetzt mit der Hoe erschlagen. Kann man ja nicht 4000 Waffen bauen, oder? Bitte mal hinter in die Werkstatt. Vielleicht habe ich da noch eine Waffe. Ich werde das jetzt gleich mit Blut fluten hier. Wäre da noch eine Idee für später. Kann ich 6 Attack Damage. Eisenschwert. Fehlt. Also ich habe es geschafft, 3 Gräber abzubauen. Es sind schon wieder 2 neue Viecher dazugekommen. Wir zählen mal jetzt dann die Tote. Aber wie gesagt, juckt. In der Hinsicht juckt es mich halt nicht mehr. Also es wird halt farbenfroh da unten. Genau. Wir gehen auf den Teleport. Sind sie wenigstens noch da? Da haben wir wieder Spaß. Kriegen wir wieder Fressbrett. Genau, leck mal. Das kommt halt auch noch dazu. Ist es... Du bist dann irgendwo in einem Kampf und auf einmal fängt es das Lecken an. Und von mir sind sie hinter dir. Hast du wieder keine Chance. Muss ich gerade hoffen. Sonst gehe ich auch mit dem Messer los. Haben wir hier noch irgendwo Waffen? Attack Damage 5.
Ne, den Metok lasse ich noch da. Die Tür wäre interessant. So. Ne, ich TP mich nicht mehr zu meinem letzten Tod, weil das bringt nichts. Vielleicht habe ich Glück, dass in der Zeit die wenigstens die Kane. Wenn ich dahin laufe. Dann habe ich auch Glück und es spawnt mal wieder hier einer, der OP ist, wo ich nicht vorbeikomme. Sind ja schon vier da hinten. So, wird auch hier lustig. Ihr seht jetzt, wann ich aufnehme? Bin mal gespannt, wann die mir hinterher rennen. Mal vermehrt ihr euch oder was? So. Ich habe wieder drei geschafft. Oder ja, drei glaube ich diesmal. Also ihr seht auch, ne? Ich habe 17 Herzen. Wie schnell, dass die weg sind. Ist mittlerweile alles egal. So, wir sind jetzt bei grün angekommen. Ich habe mal 2 Minuten durchgehalten. So. Und irgendwann ist man ja auch total verwirrt, ne, und weiß nicht mehr, wo seine Schwerter und sein Wasser zu Kuckuck ist. So. Aber wie gesagt, wenn man halt seine Sachen nicht früh genug wegmacht, kommen da halt Zombies raus. Wenn da halt Blubber-Zombies rauskommen, wird's witzig. Oder Skelette. Irgendwann schaffe ich's. Ja, wie es aussieht, nicht mit dem Schwert, okay. Nicht mit dem Schwert draufhauen. Ich mach die Death Points erst weg, wenn ich wieder meine Sachen habe. Ja, es leckt mal wieder. Es leckt mal wieder und ich bin wieder tot. Also, und da kann ich machen, was ich will. Das ist im Singleplayer so, das ist im das ist im allem Möglichen so. So. Und da wir noch weitermachen wollen, korrekt. Und wir uns unseren Spaß hatten. Flash. Ich habe die Schnauze voll, weil sonst, ja, wird das eine Aggro-Folge und die wollen wir nicht. Ich bin jetzt ein paar Mal gestorben. Ihr habt es gesehen, ihr habt es lustig empfunden. Ich zeige euch jetzt, was ich da habe. Habe ich jetzt meine ganzen Gräber. Waren jetzt die ersten 18 Minuten und jetzt schreit's. Bin ja nicht mehr die Treppe hochgekommen. Bin mal gespannt, wie viel Prozent, dass ich jetzt von meinem Zeug nicht mehr mitnehmen kann, weil ich jetzt wieder maßlos überfüllt bin. So, also der Knochen ist mir wurscht, das ist mir wurscht, der ist mir wurscht. Das geht auf die 9. Handschuh, Brille. Nochmal klicken. So, trotzdem nochmal auf die 9. Das heißt, jetzt kommt Werkzeug weg. Ist schon mal schön. So. Das kommt weg, weil mich das auch nicht mehr interessiert. Und Dirt kommt weg.
Die goldenen Boots kommen weg. Die Köpfe auch. Also neunmal bin ich bis jetzt gestorben. So, Tür kommt da rein. Das kommt weg, das kommt rauf. Das kommt auch rauf. Das kommt weg, das kommt weg. Habe ich jetzt alles? Hervorragend. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal. Nur um seine Sachen wieder zu bekommen, verreckt man halt 9 Mal. Und ich bin mir nicht mal sicher, wo alles ist. So. Ich wollte eigentlich nur zeigen, was ich hier gemacht habe. Das Lustige ist, da ging es noch, ne? Weil da bin ich hochgesprungen, habe den Block gesetzt und sofort die Linie gezogen. Und dann links, rechts mit dem Builder's Wand halt immer wieder den erschossen. Und ich habe halt das Glück gehabt, dass da kein OP-Viech dabei war, der mich massakriert hat. Ich finde es halt schön. Ich finde es wunderbar. Aber wie gesagt, wir möchten noch weitermachen. Außer ihr möchtet wirklich sehen, wie ich die ganze Zeit verreck, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. So, ich gehe jetzt wieder zum Magnetator. Ach, da hätte ich die Waffen drin gehabt. Seht ihr mal. Da habe ich sie schon reingeschmissen. So, wir gehen jetzt wieder auf Difficulty Hard. Also wie gesagt, ich finde es ja in Ordnung, dass die einen zuschlagen können und das... Das ist ja nichts. Das, wie gesagt, spiele ich meistens auf Hard. Aber wie gesagt, ich muss mir das unbedingt angucken, dass ich das ausschalte, weil das geht mir auf den... Ja, schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich kann so lange noch das aushalten. Aber ich möchte gerne von euch wissen, was ihr dazu sagt. Soll ich es versuchen auszuschalten? Das Vegans oder wie das wieder heißt. Also Schaden aus der Entfernung. Ja, wenn ich natürlich unvorsichtig bin, wie bei den Dinger, wo ich dann ertrinke, da kann man davon weglaufen. Aber, wie gesagt, den Spawner drüben kann man auch nochmal mit Blut sozusagen schön dicht machen. Interessante Fallen bauen und so weiter und so fort, aber nee, also das war jetzt gerade gar nichts. Da muss ich gerade aufpassen, dass mir überhaupt noch einfällt, was ich machen wollte. Eigentlich. Das ist ja das Schlimme. So, die Kisten sind fast wieder voll. Ja, eigentlich wollte ich ja sozusagen den Magneten bauen, aber den Magneten können wir ja nicht bauen, weil dafür braucht man HV. Also man kann magnetische Rods bauen, aber noch keinen Magneten. Also keinen Elektromagneten. Dafür brauche ich bestimmt wieder Saum. Nein. Exquisite Diamond. Ja, aber ich brauche eine Singularität, die brauche ich bestimmt Soundkraft. Ohrmagnet, der interessiert mich nicht. Wie gesagt, dieser kleine Elektromagnet hat mich interessiert. Räufel Vibrant. 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 Alloy. So.
Ach so, das ist GT++, ja. Wenn sich GT schon selber nicht mehr mag. In der iDust, Chrome Dust und Energetic Alloy Dust. Ja, nee, das ist definitiv HV. Das heißt, wir müssen definitiv anfangen, jetzt ja, die Raffinerie zu bauen und vor allem die Erzverarbeitung. Weil ich möchte gerne sozusagen den EBF dann drüben aufstellen, den zweiten. Weil ich möchte den erst stehen lassen. Und erst wenn der sozusagen der andere drüben voll läuft auf HV, kann ich den dann umstellen. Oder ich behalte den so lang. Das werden wir noch sehen. So, ich kann da mal in die Quests gucken, ob da irgendwas dabei ist. Aber ja, ein bisschen was habe ich noch im Kopf, was ich machen muss. Und zwar, wir wollen Silicon Wafer Advanced Cutting Machine. Das heißt, ich brauche 2 Good Circuits. Brauche etliche Motoren. 3 Stück. Drei Motoren, das heißt, ich brauche auf jeden Fall schon mal 3. Ich brauche schon mal 3 Aluminium. Dann brauche ich hier. Nee, das ist einfach nur 3. Ja, 3 Aluminium. Cobalt Brass, das dürfte kein Problem sein. Diamond ist auch kein Problem. Also das Ding zu kriegen ist gar nichts. Die Good Circuits, das könnte ein bisschen sein, aber nur ein bisschen. So, du kommst raus. Du kommst auch mal raus. Resistoren. Aber wir möchten jetzt dann Richtung bessere Circuits laufen, dass wir da auch was machen können. Ja, genau. So. Okay. Dann brauche ich jetzt als nächstes auch noch einen Glasdust. Schön Sachen bauen, dass wir ja die Kacke der letzten 60 Minuten vergisst. Auch schön. So, Good Circuits habe ich 2. Das ist sehr schön. Aluminium brauche ich noch. 1x8 und 1x3 und ich habe den Soundmuffler mittlerweile auch hier reingeschmissen. Ja, ich habe es geschafft, von da nach da zu kommen. Schafft man nicht immer. Schaffen nicht viele. Also ich habe es nicht geschafft. So, dann brauche ich ein Gear. So, und du bist Ring. Ring, komm mal raus. Cobalt Brass war das, ne? Cobalt Brass. Ha! Ist das zweite. Brauche ich 4. So, dann brauche ich einen Dia. So, den das davon. Kommst du dahin? Habe ich mein Small. Aber ja gesagt, das Gear ist das kleinste Problem. Okay, dann kommst du dahin. Da, da, da und da. Und ich habe mein Diamond Saw Blade. Okay, das heißt da und da habe ich noch Kabel. Motoren. Davon habe ich 2, ich brauche 3. Das heißt, ich muss auch nochmal Stahl mitnehmen. Nehme ich auch gleich 4 mit. Soll er mir ja gleich durchhauen. So, habe ich das.
wäre ich. Ah, Gott sei Dank, Kupferkabel habe ich auch noch. Dann brauche ich dich. Mach ich gleich, warte, bis gleich alle vier fertig sind. Gib mal wieder Ruhepuls. Schön. So, dann brauche ich davon auf jeden Fall schon mal 6 Stück. 1, 2, 3. Okay. 2 lasse ich da, einen nehme ich mit. Dann habe ich natürlich jetzt die Rubber Sheets vergessen. Davon brauche ich 6. Müsste ich aber eigentlich auch genügend da haben mittlerweile. Jawohl, jawohl. Und ein Kabel. So, jetzt muss ich noch mal gucken. Bei Kabel, Glas, Motor. Genau. Das Wichtigste fehlt noch. Ich brauche noch mal Pulli. Hoffe, ich habe es richtig eingestellt. Hahaha. Ja, habe ich, aber ist leider besetzt. Mit Rubber. Pistole. Dann brauche ich jetzt erst einmal. Achso, die sind noch da drin. Vielen Dank. Kabel. Wir haben mal wieder eine Quest erledigt. Bin ich mal stolz drauf. Habe schon ewig keine Quest mehr gemacht. Also bewusst gemacht. Zwei Kabel habe ich gesagt, ne? Ich glaube, das war falsch. Ja. Aber nur minimal falsch. Advanced Cutting Machine. Sehr, sehr schön. So, was jetzt halt wichtig ist, Cutting Machine. Klar, ich brauche mal wieder eine Pumpe. Aber die werde ich mir jetzt von hier leihen. Weil, das wird nur ein kurzes Vergnügen da drüben. Ah, okay. Dadurch, dass alle Rucksäcke gerade mal richtig voll sind, Gott sei Dank. Wenn man mal froh ist, wenn Rucksäcke voll sind. Bisschen Lubrikant nehmen. Weiß ja immer noch nicht ganz genau, wie ich es aufbaue. Dann Pumpe. Und ich brauche noch. Ob ich das jetzt über Creosote mache oder ob ich das dann über Soapstone, glaube ich, ist das. Jawohl, 1000 ist drin. Hoffe jetzt mal, dass das reicht. Für das, was wir es brauchen. So, dann mach mal weg. Du kommst dahin. Dasselbe Spiel jetzt wie gerade. Pumpe. Import. So, Rucksack und weg. Danke. Apropos Rucksack und weg. Ich habe da gerade gesehen. Also, das kann weg. Sonst noch was, was weg kann. Und das kommt da wieder rein.
So, das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall die Quest MV Procession Laser Engraver. Das ist das Gerät, was wir jetzt als nächstes brauchen. Das heißt, wir brauchen einen Emitter, wir brauchen Pistons, wir brauchen zwei Pistons. Okay, das ist schon mal kein Problem. Das heißt, ich brauche 4 Good Circuits. Nein, ich brauche 5 Good Electronic Circuits. Ja. Wow. Hab's schon wieder gesagt, man kommt gesagt, genau. Sehr viel Saft getrunken heute. Darum habe ich auch sehr viel Saft. Soldering Iron brauche ich mal wieder. Irgendwann merke ich mir auch, wo ich es hin habe. Wieder mal 8 Stück. So, habe ich da draußen noch ein paar Boards gebastelt? Jawohl, sehr schön. Aber das ist jetzt auch, glaube ich, das, was mir am meisten fehlt. Und Coverwire. Machen wir auch gleich wieder rein. So, dann brauchen wir hier auf jeden Fall mal nochmal wieder 8. Dann muss ich dich drehen. Da 2 rein. So, haben wir die. Mal. Ein Casing habe ich. Meine Good Circuits habe ich jetzt schon mal 4. Und ich brauche 5, habe ich gesagt, ne? Hammer. So, was brauche ich denn noch für dich? Ich brauche noch davon. Das heißt, ich brauche 1, 2, ich brauche 4 Aluminium für drüben. Aluminium, das ist das blaue Zeug, danke. Und ich brauche 6 hier, also 10. So, dann heißt das Rod rein. Mal Gear rein. Und irgendwas bestimmt wieder vergessen. Brauchen hier auch noch Motoren? Ja, natürlich. Hab du gesagt, irgendwas vergessen. Die Rods brauchen natürlich auch noch. So, dann kann ich mir gleich die Platten holen. Auch fertig sein. Und Daumen drücken, dass wir jetzt genügend Material drin haben. Also ich brauche schon mal 2 Motoren. Hat schon mal gereicht, aber Kupfer-Nickel-Kabel geben auch jetzt bald aus. So, dann brauchen wir jetzt die Pisten. Das heißt, das muss rein, das muss rein. Das muss rein und da müssen 4 rein. Okay. So, dann brauche ich jetzt als nächstes den Emitter. Den Emitter brauche ich Elektrumrods. Elektrumrods. Da brauche ich 4 Stück. Das Elektrum. Das ist wenigstens was, was man sofort erkennt. Gott sei Dank haben wir noch eine Enderperle da.
Ach, da drin. Durfte es ja nicht verwenden. Na komm, gib mir Nummer 4 bitte. Ach, jetzt sind es 5. Alles klar. Will mich wieder verarschen. So, dann brauche ich jetzt für den Emitter. Okay. Das war hier. Hier. Und hier. Ich habe meinen Emitter. Der wird gleich gesaved. Ich nehme mein Kabel raus. So. Was brauche ich noch? Ja. Meine 2 Pistons. Ja, das war da. Und da. Das war da. Circuits waren hier. Das Kabel war da und wir haben unseren Advanced Precision Laser Engraver. Ist doch hervorragend. Bin immer mehr begeistert. So, ich brauche immer begeistert mehr Batterien. So, Fluid Extractor. Immer aus dem Fluid Solidifier die Batterie raus. So, denn wir haben jetzt das geschafft. Das heißt, wir brauchen jetzt die ILLC, die Integrated Logic Circuits und so weiter und so fort. Und dafür brauchen wir, genau, verschiedene Arten von Lenses, dass wir die dann ausschneiden können und die müssen wir dann cutten. Ja. Das wird dann alles noch soweit geschehen. Das geschieht aber nicht mehr heute, sondern beim nächsten Mal. Und ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit fröhlichen Videos von mir, wo ich mich nicht so aufrege. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.